Nochmals zwei Aufgaben, die letzten zwei dieser Serie von Übungsaufgaben. Diese Aufgabe hat auch ein bisschen zu tun mit Wellenlehre. Das geht also bereits ins nächste Kapitel, aber wir können sie trotzdem anschauen. Eine Saite der Masse 2 Kilogramm, also eine Klavierseite, eine Geigenseite, und der Länge 60 cm ist an beiden Enden eingespannt. Wie groß muss die Zugkraft gewählt werden, damit die Grundschwingung bei 220 Hertz auftritt? Also die Schwingung der Saite, die Grundschwingung ist diejenige, wo die Saite, die ist ja normalerweise eingespannt, wo die Saite dann so schwingt. Das ist die Grundschwingung. Alles andere, was auch möglich wäre, sind dann Oberschwingungen, haben höhere Frequenz. Es ist die Saite ja hier gespannt, das heißt, wir haben hier eine Kraft, eigentlich auf beiden Seiten dann dieselbe Kraft. Hier ist, und dann haben wir auch eine Querschnittsfläche der Saite, A. Die Saite selbst, wenn man die aufschneiden würde, hat das eine Fläche A. Und wir wissen, dass die Spannung Sigma definiert ist als Kraft pro Fläche. Also die Kraft, die wir hier ausüben, dividiert durch die Querschnittsfläche der Saite, gibt die Spannung. Wir wissen auch, dass in der Wellenlehre die Ausbreitungsgeschwindigkeit so einer Querwelle auf einer Saite von der Spannung abhängig ist. Und man lernt dort, das habe ich jetzt nicht mehr bei den Schwingungen, sondern bei der Wellenlehre eingeführt, man lernt, dass die Geschwindigkeit einer solchen Querwelle auf einer solchen Saite Wurzel aus der Spannung, wie wir sie hier kennengelernt haben, durch die Dichte vom Saitenmaterial ist. Also das Saitenmaterial, das ist irgendwie ein Metall normalerweise, hat eine bestimmte Dichte. Und auf die Art kann man ausrechnen, wie groß die Geschwindigkeit dieser Querwelle auf der Saite ist. Außerdem wissen wir, dass die Geschwindigkeit bei harmonischen Wellen zusammenhängt mit der Frequenz und der Wellenlänge. Die Frequenz F, die wir dann hier effektiv auch brauchen, und die Wellenlänge miteinander multipliziert, gibt gerade die Geschwindigkeit, mit der sich eine solche Welle ausbreitet. Und schließlich wissen wir auch noch, dass die Wellenlänge dieser stehenden Welle, die hier entsteht, verglichen mit der Länge der Saite, die gesamte Länge ist ja L, in dem Fall gerade halb so groß ist wie L, also L oder Lambda, das baut sich ja hier gerade aus, und das haben wir hier Lambda halbe, das gesamte Lambda würde hier noch weitergehen, Lambda halbe ist gerade L. Oder anders gesagt, das Lambda selbst wäre dann zweimal die Länge der Saite. Jetzt sehen wir, mit diesen Zusammenhängen können wir die Kraft ausrechnen, die gefragt ist, die Zugkraft, weil das Sigma ja F durch A ist. Haben wir einen Zusammenhang zwischen der Frequenz, das gegeben ist, anderen Größen und der Kraft, die gesucht ist. Wir müssen also jetzt diese Gleichung, die wir da vorbereitet haben, auflösen nach F. Machen wir das mal. F durch A hier eingesetzt und das Rho noch. Dann haben wir also hier F durch A durch Rho. Das kann man mit dem Doppelbruch dann schreiben wie mal 1 durch Rho. Das Rho kann ich also hier hinschreiben. Die Wurzel draus, das wäre dieser Ausdruck, ist gleich dieser Ausdruck. Da steht F mal 2 mal L. Wir lösen nach groß F aus, nach der Kraft, müssen dazu also beide Seiten quadrieren. Dann steht hier F mal 2L im Quadrat, ist das hier, und dann kann ich das A mal Rho noch auf die andere Seite nehmen. Das ist jetzt ja quadriert worden, ist nicht mehr mit der Wurzel. Das so, es gab leider einen kleinen Unterbruch. Wir sind stehen geblieben bei dieser Gleichung. F mal 2L im Quadrat, mal A mal Rho ist gleich groß F. Das war die Gleichung der Saite. Weil wir bei der Aufgabe selbst nicht die Dichte kennen und auch die Querschnittsfläche nicht kennen, müssen wir versuchen, diese Ausdrücke, die ja auch mit A und Rho zu tun haben,
mit den Vorgaben hier zu vereinigen, also zu kombinieren. Und wir können sagen, dass zum Beispiel die Dichte hier, das ist ja nichts anderes wie Masse pro Volumen. Wenn wir das mal einsetzen, also statt Dichte Rho schreiben, Masse pro Volumen, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Jetzt haben wir die Masse drin, das ist eine Angabe, die wir in der Aufgabe vorfinden. Und dann können wir auch weiter sagen, dass das Volumen bei so einer zylindrischen Seite ja einfach Querschnittsfläche mal Länge ist. Also wenn wir es da statt V schreiben L mal A, Querschnittsfläche mal Länge, dann haben wir jetzt das Volumen ausgedrückt und das A, das hier vorkommt, kann man nachher hier mit diesem A wegkürzen. Das heißt, dann haben wir eigentlich diese Angabe, die uns fehlt, A, auch gar nicht mehr in der Formel drin. Ich setze jetzt alles mal ineinander ein, dann erhalten wir Folgendes. F mal 2L im Quadrat mal A. Und jetzt schreiben wir hier Masse durch. Und jetzt schreibe ich hier statt Volumen L mal A. So, das ist F. Jetzt sehen wir, dass das A schon mal wegfliegt. Auch das L, das hier vorkommt, das haben wir zwar, das kann man dann mit diesem L noch kürzen und die Endformel oder der nächste Ausdruck, der nächste Schritt im Ausdruck wäre dann auch, dass wir f im Quadrat mal 4 haben, weil es hier im Quadrat steht. Dann das L im Quadrat kürzt gegen dieses L hier weg, das heißt, wir haben nur noch einmal das L und das M hier und das ist bereits alles hier, das ist gleich die Kraft. Das heißt, wir können jetzt hier reinsetzen und sagen, 4 mal die Frequenz, das sind 220 Hertz gewesen, im Quadrat, mal die Länge, das sind 60 cm oder 0,6 Meter, das ist ohne Quadrat, jawohl, mal die Masse war 2 Gramm oder 0,002 Kilogramm, das gibt die Kraft. Und die Einheit, Sie sehen, Kilogramm, Meter pro Sekunde im Quadrat, das stimmt auch, das ist Newton. Wenn wir das jetzt hier reinsetzen, 4 mal 220 im Quadrat mal 0,6 mal 0,002, dann erhalten wir eine Kraft von 232,3 etwa Newton. Also wir müssen die Seite mit dieser Kraft 232 Newton spannen, damit sie die Grundfrequenz 220 Hertz hat. Also etwa 20 Kilogramm Masse in der Gewichtskraft von 20 Kilogramm Masse entspricht das. Gut, das wäre diese Aufgabe mit der Seitenschwingung. Und die letzte Aufgabe, dabei ist ein bisschen gezeichnet, sieht wie folgt aus. Wir haben ein altes Auto, das ohne wirksame Stoßdämpfer ein Gewicht von 700 Kilogramm wiegt. Oder eigentlich die Masse 700 Kilogramm hat und sich, wenn da Leute, drei Personen samt Gepäck hineinbegeben, um 6 cm hinuntergeht. Also das Auto, da haben wir die Federung, eigentlich sind es ja vier Räder, da haben wir den Boden. Wenn da die drei Leute reinkommen, dann sinkt das ein bisschen ein. Und jetzt hat das natürlich, wenn das eine Feder ist, ohne wirksame Stoßdämpfer, kann das auch eine Eigenfrequenz haben, das wird ähnlich ausgerechnet wie bei der Aufgabe 6 vorher. Und wenn jetzt das Auto über eine Buckelpiste fährt, so seitlich, kann, wenn die Geschwindigkeit des Autos gerade geschickt gewählt ist, dieses Auto mit seiner Eigenfrequenz in Resonanz kommen und dann sich aufschaukeln. Die Frage ist, wie schnell muss das Auto fahren, dass das passiert. Wir müssen daran denken, dass die Stoßdämpfer das normalerweise verhindern. Also Stoßdämpfer sorgen eben dafür, dass das Aufschaukeln der Resonanz nicht möglich ist oder kaum möglich ist. Aber hier sollen wir das jetzt mal ausrechnen, wo diese Frequenz wäre, beziehungsweise wie schnell müsste das Auto über diese Wellen fahren. Und der Anfang ist gleich wie bei der Aufgabe mit dem Kran vorher. Ich muss also zuerst mal schauen, wie stark ist diese Feder, was ist da die Federkonstante. Wir haben das Hooke'sche Federgesetz bei den Federn und wissen also, dass Kraft ist gleich K mal X, rücktreibend eigentlich, und das K ist also if F durch X. Und unsere Kraft, mit der wir also
das Auto belasten, sind die 300 Kilogramm, also die Masse von diesen Personen, ich sage mal da vielleicht Personen, Masse von den Personen, mal G durch diese Sinkdistanz von 6 cm x. Wenn wir das K dann haben, können wir sagen, dass die Eigenfrequenz Omega Wurzel aus diesem K ist, dividiert durch die gesamte träge schwingende Masse. Also es wäre die Masse von der Personen plus die Masse vom Auto. Diese Frequenz, das ist die Kreisfrequenz, kann man umschreiben in eine Periodendauer der Schwingung. Das ist dann 2 Pi durch Omega. Omega ist 2 Pi durch T oder umgekehrt, T ist gleich 2 Pi durch Omega. Also können wir sagen, das ist 2 Pi mal der Kehrwert von dem da. Also 1 durch Omega wäre dann hier die Gesamtmasse durch das K, das wir hier berechnet haben. Und das T, die Schwingungsperiodendauer, die soll jetzt mit diesen Bodenwellen quasi erreicht werden. Also wir können uns überlegen, wie schnell muss das Auto fahren, dass es gerade mit dieser Periodendauer über diese Wellen fährt. Und das ist nicht so schwierig, weil wir wissen ja, Geschwindigkeit ist Strecke pro Zeit. In dem Fall ist die Strecke die 5 Meter, die in der Zeit dieser Periodendauer zurückgelegt werden soll. Das heißt, die Geschwindigkeit v, die wir suchen, ist s, also diese 5 Meter, durch groß T. Groß T haben wir hier, also durch 2 Pi. Und dann können wir das wieder den Kehrwert nehmen, mal k durch mp plus w im Auto. Das k können wir auch einsetzen, das hatten wir vorher gemacht, das wäre das s durch 2 Pi. Mal die Wurzel aus Masse von den Personen, mal g durch x und dann mit dem Doppelbruch kann man das hier dahinter schreiben, mp plus m Auto. Das ist direkt die Geschwindigkeit, jetzt habe ich also keine Zahlen schon eingesetzt, sondern ich habe einfach mal geschaut, was gibt es am Schluss mit den Ausdrücken, die wir haben. Jetzt wollen wir es mit den Zahlen probieren. 5 Meter ist das s, 2 Pi da unten. Da können wir hier die Wurzel schreiben, die 300 Kilogramm der Personen mal 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat durch die 6 cm, um die es einsinkt, das war das x. Und dann die Summe der beiden Massen, das ist also die 300 Kilogramm plus die 700 Kilogramm, das heißt wir kommen da auf 1000 Kilogramm. So, Kilogramm kürzt sich weg. Ein Meter und ein Meter kürzt sich auch weg. Das heißt, wir haben hier noch pro Sekunde im Quadrat. Und weil das eine Wurzel ist, haben wir pro Sekunde. Und da haben wir ein Meter. Das heißt, wir haben wirklich Meter pro Sekunde. Und die Zahl, wollen wir mal schauen, wie schnell das ist. Fange ich vielleicht hier an. 300 mal 9,81 durch 0,06 durch 1000. So. Die Wurzel draus, mal 5 durch 2 durch Pi gleich, da können wir 5,57 Meter pro Sekunde. Oder wenn man das jetzt in Stundenkilometern ausdrückt, muss man das mit 3,6 multiplizieren, dann sind das etwa 20 Stundenkilometer. So, das wäre diese Aufgabe.